Danach habe ich mir Klebe ins Ohr gemacht, damit ich das nie wieder hören muss. Musste operiert werden. Was ist daran eine Straftat? Oder dein eigenes Ohr? Schon mal nicht zu einem Gerichtstermin erschienen? Oh, mittlerweile war ich schon 9 Mal vor Gericht. Das weiß ich so genau, weil ich eine Bonuskarte bekommen habe. Beim 10. Mal bekomme ich einen Anwalt umsonst. Man kriegt Bonuskarten, wenn man öfter vor... Ich muss mal irgendwas anstellen. Nächste Woche muss ich übrigens wieder hin, weil ich im Grundschulkind das Pausenbrot geklaut habe. Leck. Man muss vor Gericht, wenn man Grundschulkind... Junge, in welchem Staat lebt? Gut, Deutschland. Xa, wie hast du reagiert, als man dir sagte, du müsstest vor Gericht? Da war ich doch ziemlich pisst. Ja. Wer nicht? Nicht, weil ich den Termin hatte, das kenne ich ja schon. Ja, ich kenne alle mit Vornamen da. Ich habe sogar meine eigene Tasse da, mit Lexa drauf, ja. Aber der Termin war auf dem Dienstag. Oh. Auf dem Dienstag? Ja. Da bin ich noch ausnüchtern vom Freitag. Annika möchte wissen... Wie säuften die, dass die bis Dienstag ausnüchtern muss, Alter? Wie viel passt denn da rein? Lexa, warum wirst du immer so schnell handgreiflich? Entschuldigung, da habe ich mich schon ein bisschen geändert, ja? Früher habe ich direkt in die Fresse geschlagen und danach geredet, ja? Heute... Jetzt redet sie zuerst laut dann. Reden, deeskalieren, ruhig bleiben, den Gegner verstehen. Hä? Deeskalieren und dann ruhig bleiben? Hä? Das ist doch schon vorbei. Und dann in die Fresse. Wie hat es sich angefühlt, als du Frau... Wenigstens macht sie die ruhigen Phasen zuerst, bevor sie zuhaut. ...Bauer geschlagen hast. Wenn ich jemand mit die Faust in die Fresse schlage, ja? Mhm. Dann tut meine Faust danach weh. Das ist der Schmerz des Erfolges, verstehst du? Meine Nathalie hat richtig schön wehgetan. Hab ich richtig schön durchgezogen. Ja. Weil sie nämlich eine aggressive, dumme, abgefuckte... Frage an Lexa. Warum warst du auf dem Schulhof, wenn du eh nicht zur Schule gehst? Ja. Na, ich hatte endlich mal einen guten Grund, in die Schule zu gehen. Nämlich... Der gute Grund, zur Schule zu gehen, ist auf den Schulhof zu gehen? Ja gut, da gibt's wenigstens was zu tun. Natalie zu verprügeln, schön die Fresse polieren. Da, so. Lexa, vielleicht solltest du nicht, also... Ich meinte, zu DSG, können wir das bitte rausschneiden, bitte? Anna möchte wissen, wie viel ist dein Outfit wert? Mein Outfit ist gar nichts wert. Oh. Das ist immer noch das gleiche Outfit, was ich da anhatte, als ich das erste Mal auf YouTube war, vor 13 Jahren oder so. Ist immer noch genau das gleiche. Krass. Ich lege da keinen Wert drauf, verstehst du? Ist mir ganz egal, ich gebe mein... Da ist noch nicht ein Loch drin, das hat bestimmt schon mal geflickt. Oder nachgekauft. Geh lieber für andere Sachen aus. Anwaltskosten oder so. Was ist die schlimmste Straftat, die du je begangen hast? Oh, na jetzt. Ich habe mal einen Schlagersong mitgesungen. Danach habe ich mir Klebe ins Ohr gemacht, damit ich das nie wieder hören muss. Musste operiert werden. Was ist daran eine Straftat oder dein eigenes Ohr? Voll dumm. Und da habe ich mal einen Song illegal aus dem Internet runtergeladen. Ah. Single Ladies von Beyoncé. Ja gut, das ist schlimmer, als wenn du jemanden umbringst in Deutschland. Da hast du natürlich recht. Du hast Nathalie verprügelt. Also das waren doch keine Straftaten. Nö. Alle, die aus Maul bekommen haben, haben es auch verdient. Starfox IP möchte... Deswegen ist es keine Straftat mehr. Oh, das wird aber dann ein geiles Leben auf der Erde hier. Du wissen, wie kannst du dir einen Anwalt leisten? Ich will nicht zu viel verraten, ja, aber eine Frau hat ja auch andere Wege, bezahlt zu werden. Verstehst du? Oh. Ja, verteidigt mich. Und ich mach ihm Essen. Sehr gut. Wie fandst du den Richter? Wäre er nicht dein Typ, Mann? Der alte Bock sitzt da mit seinem Anzug bei erhöhter Position, schaut auf mich herab und entscheidet über mein Zickelschicksal. Mächtig und ein echter Mann, der den... Ja, mal zweideutig denken ist geil. Hammerschlägt. Mächtig. So, ich bin gerade ein bisschen geil geworden. Oh! Ich bin gerade ein bisschen... Oh! Jetzt geht's los bei Lexa. Na gut, da hat sie aber, ja, bei so einem Richter hat sie... Na gut, ein deutscher Richter hat sie eigentlich keinen Mann, der ihr mal zeigt, wo es lang geht. Die deutschen Richter sind alle... Die sind alle deutsch.